sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Medienkonferenz. Das mache ich im Namen des Kantons Zürich, der Stadt Zürich und der drei universitären Institutionen, Universitätsspital, Universität und ETH Zürich. Meine Damen und Herren, es ist für mich wirklich ein Freudentag. Heute kann ich Ihnen als Baudirektor auch mit ein wenig Stolz endlich die konkreten Bauprojekte präsentieren. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die großartigen Arbeiten von Herzog und Dömeron und von Christ und Gantenbein. Während wir bisher nur abstrakte Volumenstudien zeigen konnten, wird es jetzt fassbar. Und das, meine Damen und Herren, ist eine sehr gute Nachricht. Nicht nur für uns Projektbeteiligte, nicht nur für die Universität und das Universitätsspital, die händeringend nach Platz suchen. Nein, es ist vor allem auch eine gute Nachricht für die künftigen Studentinnen und Studenten, für die Patientinnen und Patienten, für die Zürcherinnen und Zürcher und auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochschulgebietes. Heute sieht es nämlich so aus. Das ist sehr unbefriedigend. Ab sofort können wir der Öffentlichkeit zeigen, wie das Hochschulgebiet in 10 Jahren aussehen wird, nämlich sehr viel besser. Spitalratspräsident Martin Waser und Michael Hengartner, der Rektor der Universität Zürich, zeigen Ihnen im Anschluss die überzeugenden Arbeiten von Herzog und Dömeron und von Christ und Gantenbein. Eines vorweg. Ich darf mit großer Genugtuung feststellen, es gibt keine riesigen Riegel und keine gigantischen Hochhäuser. Nein, es gibt im Gegenteil eine enorme Aufwertung des Quartiers, so wie wir es immer versprochen haben. Aber nicht nur die Architekten haben hart gearbeitet. Im April 2018 haben wir unser Weißbuch präsentiert, das aus dem Stadtraumkonzept entstanden ist. Einer unserer gemeinsamen Ziele war es, dass das Weißbuch eine einheitliche Klammer um die künftige, qualitativ hochwertige Entwicklung im Hochschulgebiet bildet. Auch da sind wir auf dem besten Weg. Stadtrat Odermatt wird vertieft darauf eingehen. Noch ein Wort zum aktuellen Stand des Rechtsverfahrens rund um die kantonalen Gestaltungspläne im Hochschulgebiet. Das Baurekursgericht hat im letzten Jahr die Festsetzung von 3 Gestaltungsplänen aufgehoben. Momentan ist das Verfahren vor Verwaltungsgericht sistiert und wir stehen mit den Rekurrenten im Dialog. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden werden. Auch in diesem Zusammenhang halte ich noch einmal fest, was unsere gemeinsame Absicht, was unser Ziel ist. Wir investieren in die Standortqualität von Stadt und Kanton. Wir sichern die heute schon extrem hohe Lebensqualität der Zürcherinnen und der Zürcher. Das machen wir, indem wir gemeinsam die beste medizinische Versorgung sicherstellen und Bildung, Forschung und Wissenschaft vorwärts bringen. Und das machen wir, indem wir gemeinsam die städtebauliche Qualität erhöhen
und ein lebendiges und attraktives Hochschulgebiet schaffen. Das machen wir für uns, vor allem aber für unsere Kinder, für unsere Enkel und für die späteren Generationen. Bevor André Odermatt übernimmt, darf ich jetzt eine Premiere ankündigen. An der gestrigen Veranstaltung habe ich gesagt, eine Weltpremiere, jetzt Premiere für Sie. Unser neuer Film, der das Hochschulgebiet in 10 Jahren zeigt. Darum befehle ich hier Film ab. Im Herzen der Stadt Zürich befindet sich das Hochschulgebiet Zürich Zentrum. Die räumliche Nähe von Universitätsspital, Universität und ETH bietet die einmalige Chance für eine intensive Zusammenarbeit, welche zukunftsweisende Innovationen in Forschung, Lehre und medizinischer Versorgung hervorbringt. Doch zahlreiche Gebäude erfüllen die Anforderungen an den modernen Spital-, Forschungs- und Lehrbetrieb nicht mehr. Zudem hat die Infrastruktur ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Darunter leidet die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 3 Institutionen. Und es gilt nun, das Hochschulgebiet für die Zukunft zu modernisieren. Das große Ziel? Ein Wissens- und Gesundheitscluster, der zur Weltspitze gehört. Zusammen mit dem Universitätsspital, der Universität und der ETH Zürich haben Kanton und Stadt Zürich ein Weißbuch für dieses herausfordernde Generationenprojekt erarbeitet und gemeinsam unterzeichnet. Darin sind verbindliche Grundsätze und Prinzipien für ein attraktives Hochschulgebiet festgehalten. Die gute Vernetzung des Hochschulgebietes ist ein zentrales Anliegen. Um das zu erreichen, sind einerseits neue Aufstiegshilfen geplant. Bereits existierende Qualitäten, wie etwa die engmaschige, horizontale und vertikale Erschließung des Quartiers, sollen beibehalten und ausgebaut werden. So führen zahlreiche Steige, Wege und Treppen durch das neue Hochschulgebiet. Andererseits wird das Wegnetz verdichtet und mit großzügigen Warte- und Aufenthaltsbereichen rund um die neu organisierten Tramhaltestellen ergänzt. Verbindlich definiert das Weißbuch auch die Qualitäten der wichtigsten Freiräume. Das grüne Zentrum ist der neu geschaffene Gloria-Park, der von einem großzügigen Platzraum, der Parkschale, eingefasst wird und somit eine Überleitung schafft zu den neu gestalteten Straßenräumen von Gloria- und Rämi-Straße. Zur Stadt hin bildet eine Sequenz von bestehenden und neuen Gärten gemeinsam mit der Polyterrasse den Abschluss. Im November 2018 sind die Projekte von 2 renommierten Architekturbüros prämiert worden. Herzog und de Meuron realisieren auf der Wasserwies das neue Forum UZH der Universität Zürich. Die erste Etappe des neuen Universitätsspitals haben Christ und Kantenbein entworfen. Die Projekte bleiben deutlich unter den zulässigen Maximalhöhen und werden in einer ersten Bauphase bis 2028 realisiert. Danach folgen in weiteren Schritten zusätzliche Etappen. Der Neubau der Universität von Herzog und de Meuron wird zum markanten Teil der Stadtsilhouette. Mit seinen Vorbereichen bildet das neue Forum UZH den Übergang von Rämi zur Gloriastraße. Die verschiedenen Plateaus sind Begegnungsorte für die Studierenden und die Bevölkerung. Sie erschließen Hörsäle, Seminarräume, ein Café, Läden und Turnhallen. Darüber befindet sich das trapezförmige Gebäude. Weil dieses so weit von der Straße zurückversetzt ist, wird aus dem obersten Plateau ein zentraler Platz des Hochschulgebietes. Der Neubau des Universitätsspitals von Christ und Gantenbein besteht in der ersten Etappe aus 2 Gebäuden, die mit den historischen Bauten ein stimmiges Ensemble bilden. Die Freiräume sind ausgewogen dimensioniert und ermöglichen eine einfache Durchquerung des Spitalareals. Das neue Spital umfasst helle Patientenzimmer und attraktive Arbeitsplätze. Es bietet interessante Orte, um sich zu begegnen, zum Beispiel Lounges in den Verbindungsbrücken zwischen den Häusern, öffentliche Gärten und Cafés. Der Gloria-Park verwandelt sich zu einem grünen und lebendigen Zentrum im Herzen des neuen Hochschulgebietes. Die existierenden Gebäude der Universität und der ETH Zürich gliedern sich an die neu geschaffenen Straßenräume an. Die Parkschale fasst den Gloria-Park ein
und die Rämistraße verwandelt sich in eine lebhafte Straßenumgebung. So wird bis im Jahr 2028 ein wichtiger Schritt gemacht sein für ein neues Universitäts-, Medizin- und Forschungsquartier, das international auf höchstem Niveau konkurrieren kann. Gleichzeitig aber auch ein lebendiger Teil des Hochschulgebietes und der Stadt Zürich geworden ist. Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich den Weg in mein Amtshaus gefunden haben. Diese MK und die Ausstellung finden an diesem Ort statt. Er ist natürlich sehr zentral gelegen, aber auch, es ist uns wichtig, dass wir Sie, aber auch die Zürcherinnen und Zürcher hier an zentraler Stelle darüber informieren können, was im Hochschulgebiet sich so tut und sich Interessierte eine Meinung bilden können. Das Hochschulgebiet Zürich Zentrum ist ein Generationenprojekt und so ein Projekt braucht eine umfassende und äußerst sorgfältige Planung. Schritt für Schritt haben Kanton und Stadt Zürich zusammen mit dem Universitätsspital, der Universität und der ETH Zürich während den letzten Jahren die Grundlagen für die Weiterentwicklung des Hochschulgebietes geschaffen. Die einzelnen Planungsschritte wurden schon mehrfach öffentlich vorgestellt. Ich werde deshalb nicht mehr im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen, die Sie hier auf dieser Abbildung sehen. Etwas möchte ich an dieser Stelle aber nochmals gerne betonen, dass wir jetzt hier an diesem Punkt stehen und erste konkrete Projekte vorstellen können, verdanken wir der guten gemeinsamen Arbeit von Kanton, Stadt und den drei beteiligten Institutionen. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Masterplan haben wir 2014 den ersten und wohl auch wichtigsten Eckpfeiler gesetzt. Gefolgt wurde dies durch das Richtplanverfahren, die Denkmalschutz, Denkmalabklärungen, Denkmalentlassungen, die Gestaltungsplanfestlegungen. Dieser Masterplan wurde mit Vertiefungsstudien ergänzt und schließlich wurde ein Stadtraumkonzept erarbeitet. Die Vertiefungsstudien, die umfassen zum Beispiel Verkehr, Freiraum und andere Aspekte. Dieses Stadtraumkonzept, dieses sollte Möglichkeiten aufzeigen, wie der öffentliche und halböffentliche Raum im Perimeter, von dem wir sprechen, im Zusammenspiel mit den Gebäuden funktioniert. Oder anders gesagt, es wurde eine prägnante Leitidee für die städtebauliche Entwicklung des gesamten Hochschulgebietes gesucht, die trotz Verdichtung eine hohe Funktionalität und Lebensqualität gewährleistet. Das ist für die Bevölkerung und natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer, die jeden Tag dort sind, besonders wichtig. Deshalb hat die Stadt auch ein besonderes Augenmerk darauf gelegt und sie wird es auch weiterhin tun. Wir haben parallel zu diesen Prozessen auch die Bevölkerung in den Prozess mit einbezogen. An bislang 5 Roundtable-Veranstaltungen haben wir mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Quartier diskutiert und ihre Inputs aufgenommen. Diese Gefäße haben sich bewährt und wir wollen sie weiterführen. Es haben sich aus diesen Veranstaltungen wertvolle Inputs ergeben, die in die Planung eingeflossen sind, so zum Beispiel in die Erarbeitung des Weißbuchs. Das Weißbuch ist auch ein Gemeinschaftswerk von Kanton, Stadt Zürich, Kanton und Stadt Zürich, das Universitätsspital, die Universität und die ETH, die dieses gemeinsam erarbeitet haben und es wurde im letzten Frühling vorgestellt. Kernstück bildet das erwähnte Stadtraumkonzept und es dient im Sinne eines Regelwerkes als Guideline, als Wegweiser bei der Weiterentwicklung des Hochschulgebiets und ist so ein wichtiges Instrument für die langfristige Qualitätssicherung. Wir reden ja von 2030, 2040 und über eine so lange Zeit die Qualitätssicherung zu sichern, das ist eigentlich das primäre Ziel des Weißbuchs. Die Weiterentwicklung des Hochschulgebietes bietet uns nämlich auch die Chance,
den Stadtraum, als eben den Raum zwischen den Bauten für die Bevölkerung aufzuwerten. Dafür haben wir im Weißbuch verbindliche Grundsätze und Prinzipien zu Freiräumen, zur Vernetzung im Quartier und zum Verkehrsraum festgehalten. Diese werden dann beispielsweise in den Wettbewerben für die einzelnen Bauvorhaben berücksichtigt. Die Realisierung dieses Generationenprojekts geschieht etappenweise in drei großen Entwicklungsachsen. Die erste große Entwicklungsachse betrifft den Zeithorizont bis ca. 2030. Und dazu gehören die beiden Projekte, die wir Ihnen heute vorstellen können. Und damit bin ich beim heutigen Anlass, bei der heutigen Veranstaltung angekommen. Die ersten beiden Architekturwettbewerbe sind im November entschieden worden. Und die Resultate, nämlich die beiden Projekte von Herzog und Dömeron und Christ und Kantenbein, sind erste Puzzleteile des Neuen, die sich gleichzeitig sehr schön in das alte Bestehende einfügen. Sie sehen hinter mir eine Visualisierung der beiden Projekte aus der Vogelperspektive. Und ich glaube, wir haben ein sehr gelungenes Werk mit den neuen Bausteinen im Gesamtkontext. Die ersten Wettbewerbe, und das sieht man gerade auf diesem Bild gut, zeigen, dass sich das Weißbuch bewährt hat. Die Gewinner haben mit ihm gearbeitet und dessen Prinzipien und Vorgaben berücksichtigt. Das war auch in den Wettbewerb-Jury-Sitzungen, so wurde mir berichtet, auch immer ein ganz wichtiges Thema, das Weißbuch in den Mittelpunkt auch zu stellen. Auf der Abbildung sieht man schön, wie sich die beiden Projekte nahtlos in die Gesamtsituation einfügen, wie der Gloria Park neu an Bedeutung gewinnt, wie die Parkschale gemeinsam mit der Vorzone an der Remi- und Gloriastraße Platz für Begegnungen schafft und zur Identität des Quartiers beiträgt und wie viel Luft und Durchlässigkeit die Bauten ermöglichen. Sie sehen also, das Weißbuch hat ein erstes Mal bewiesen, dass es nicht einfach, so war der Vorwurf, ein Papiertiger ist, den zwar alle unterschrieben haben, aber dann in unseren großen Schubladen, in unseren Büros verschwinden lassen. Nein, es ist verbindlich, es ist ein Tiger mit richtigen Zähnen. Es wird gelebt und trägt dazu bei, unsere gemeinsame Gesamtvision für das Hochschulgebiet Puzzleteil für Puzzleteil zu verwirklichen. Erlauben Sie mir, bevor ich das Wort nun übergebe, einen kurzen thematischen Abstecher. Ich kann nämlich noch einen Erfolg bekannt geben, auf den viele schon gewartet haben. Der Vertrag für die Wohnraumrückführung zwischen der Stadt, dem Kanton, der Universität und dem Unispital sind unter Dach und Fach. Stadt und Regierungsrat haben dem Vertrag zugestimmt. Ein vergleichbares Vertragswerk gibt es schon seit längerer Zeit mit der ETH. Das ist auch schon in guter Umsetzung. Die ETH konnte auch schon bauen. Der Vertrag, der leuchtet vielleicht nicht ganz so hell wie die beiden Bauprojekte, die wir Ihnen vorstellen. Sie sind aber für die Stadt ein ganz wichtiges Thema. Es geht dabei um Liegenschaften, die momentan von der Universität und vom Unispital genutzt werden. Die sollen wieder ihrer ursprünglichen Wohnnutzung zugeführt werden. Und es wird auch festgehalten, wie dies und wann dies geschehen soll. Der Vertrag umfasst insgesamt 23 Liegenschaften, 14 gehören dem Kanton, 9 Objekte Dritten, die heute von der Uni und dem Unispital gemietet werden. Sobald im Perimeter des Hochschulgebietes ein bezugsbereiter Ersatz bereitsteht, das dauert noch eine kleine Weile, müssen diese Liegenschaften für die Wohnnutzung freigegeben werden. Maßgebend ist dann die Wohnanteilspflicht in der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich. Die Stadt, genauso wie alle Beteiligten, freuen sich darüber, dass wir auch hier eine sinnvolle gemeinsame Lösung gefunden haben. Damit komme ich von meinem Abstecher zurück auf die Hauptstraße und übergebe das Steuer bzw. das Wort an meinen Kollegen Stadtrat Wolf. Besten Dank. Ja, geschätzte Damen und Herren, die bauliche Entwicklung des Hochbaus ist das eine, der Tiefbau ist das andere. Wie erschließen wir dieses Quartier? Es findet hier eine enorme Verdichtung statt, eine räumliche Verdichtung.
Es kommen zusätzliche Besucherinnen und Besucherströme, Studentinnen, Dozenten und so weiter in dieses Quartier. Und all das bedeutet, dass wir eine große Menge an zusätzlichen Passagieren in dieses Quartier befördern müssen, beziehungsweise sie sollen sich selber in dieses Quartier hinein befördern. Wir haben hier eine Analyse gemacht des Verkehrs, der Verkehrsströme, und Sie sehen hier, dass insgesamt 80%, also alles, was rot und rosa dargestellt ist, 80% der heutigen Besucherinnen und Besucher kommen mit dem öffentlichen Verkehr, mit der VBZ, mit dem Zug und verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. 7% kommen heute mit dem Velo, 5% mit dem MIV und 7% kommen zu Fuß. Jetzt haben wir ein Wachstum der Besucherströme bis ins Jahr 2040 von geschätzten 13%. Das heißt, wir müssen 13% mehr Menschen in dieses Quartier hineinbringen. Wie schaffen wir das? Es gibt drei verschiedene Strategien. Das eine ist den ÖV, die Tramlinien weiter zu verdichten. Da kommen wir aber sehr schnell an eine Grenze. Das Zentral ist schon eigentlich voll ausgelastet. Wir können noch längere, größere Tramzüge einsetzen und wir können in den Morgenspitzenstunden noch einzelne zusätzliche Trams einführen. Aber das kommt an eine Grenze. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie mehr Menschen mit dem Velo oder eben zu Fuß ins Quartier kommen. Sie sehen hier einen roten Pfeil von den roten 34% zu den blauen 7%. Das heißt, wir wollen versuchen, dass ein möglichst großer Teil der Menschen, die heute mit dem ÖV kommen, aufs Velo umsteigen. Und der andere Pfeil auf der rechten Seite zeigt, dass wir wollen, dass Menschen, die heute mit dem Zug in den Bahnhöfen ankommen, im Hauptbahnhof und im Bahnhof Stadelhofen, eben zu Fuß von diesen Bahnhöfen ins Hochschulgebiet gelangen. Damit wir das erreichen, sind verschiedene Maßnahmen nötig. Alles, was ich Ihnen jetzt zeige, sind nur Ideen. Es handelt sich hier um keine Projekte, das sind Ideen, das sind Studien, die wir gegenwärtig anschauen. Das muss überhaupt nicht so aussehen. Es geht hier um das Prinzip, dass wir hier zum Beispiel wollen, dass vom Zentralhauptbahnhof aus neue Fußgängerwege entstehen, die ins Hochschulgebiet führen. Auf dem Bild hier sehen Sie den Polysteig ins Poly hinauf, vom Hirschengraben eine Treppe parallel zur Polybahn, die übrigens weiter bestehen wird, parallel zur Polybahn eine Treppe, die direkt vom Zentral hinaufführt in das Hochschulgebiet. Auch hier eine Idee, wie man vom Zentral aus direkt jetzt nicht ins Poly, sondern in das Hauptgebäude der Universität, zur Universität gelangen soll, durch einen neuen unterirdischen Tunnel, verbunden mit durch Rolltreppen oder Rollbänder, die vom Zentral aus direkt zur Hochschule führen. Das auch eine Idee, um eben diese zusätzlichen Personenströme bewältigen zu können. Oder auch hier eine Idee, wie wir vom Bahnhof Stadelhofen aus auch wieder mit einer Tunnellösung in den Pfauen, das mal, also zum Schauspielhaus an den Heimplatz hinauf, eine Wegverbindung zwischen Bahnhof Stadelhofen, der ja sowieso jetzt auch ausgebaut und umgebaut werden soll, vom Bahnhof Stadelhofen aus direkt zum Heimplatz hinauf führen soll. Und als letzte Idee, auch um Ihnen zu zeigen, dass wir durchaus auch ein bisschen utopische Gedanken uns machen, einen unterirdischen Shuttle, einen Hochschul-Shuttle zwischen Bahnhof Stadelhofen und Hauptbahnhof, der beide Bahnhöfe direkt ans Hochschulgebiet anschließen würde. Also eine unterirdische Bahn
zwischen Stadelhofen, hinaufsteigend zum Hochschulgebiet und wieder absteigend zum Hauptbahnhof, der diese zukünftigen Besucherströme bewältigen soll. Natürlich stellt sich hier sofort die Frage der Machbarkeit und der Kosten. Genau daran sind wir im Moment, dass wir diese verschiedenen Vorschläge überprüfen. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Wie ist die Machbarkeit? Braucht es vielleicht noch neue Ideen? Sind unterirdische Verbindungen tatsächlich das Richtige? Oder müssen wir uns noch einmal auf die Suche machen nach neuen Ideen auch für oberirdische Verbindungen, die attraktiv sein müssen, damit sie auch benutzt werden können und auch sicher sind? Das sind die Überlegungen zum Verkehr und ich gebe das Wort weiter an komplizierte Dramaturgie. Frau Springmann, bitte. Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Herren Regierungsräte, sehr geehrte Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Präsident des Spitalrats, sehr geehrter Herr Rektor, I can't leave anybody out, dear ladies and gentlemen. Als Rektorin der ETH Zürich, voilà, bin ich für die Lehre an der ETH verantwortlich. Dem Zeit sehen Sie Herr Professor Eduardo Matze, einen Ingenieurwissenschaftler, der sich auch in Hochschulmedizin sehr engagiert. Seine Mechanikvorlesung ist eine der meistbesuchten an der ETH, fast 800 Studierende, und ein Beispiel für das Studierendewachstum der letzten Jahre. Dieses Wachstum ist eine Herausforderung für uns. Ich bin heute, wie unsere Immobilienfachleute sagen, als Nutzervertreterin hier. Mein Anliegen ist, dass unsere Studierenden optimale Lernbedingungen vorfinden. Eine erstklassige Lehre ist unser oberstes Ziel. Das sehen auch National- und Ständerat so. Im ETH-Gesetz steht Aus- und Weiterbildung an erster Stelle. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir unsere Räume besser ausnutzen, zusätzliche Räume für die Lehre bereitstellen und unsere Infrastrukturen für innovative Lernformen erneuern. Anders als das Universitätsspital und die Universität wird die ETH Zürich heute kein neu geplantes Gebäude vorstellen. Wir freuen uns aber mit Ihnen, denn eine moderne Infrastruktur ist wie räumliche Nähe ein Erfolgsfaktor für uns alle. Die ETH selbst konzentriert sich im Hochschulgebiet derzeit auf den Neubau GLC an der Gloriastraße. Dieser ist mitten im Rohbau. Daneben stehen für die ETH im Zentrum Sanierungen im Vordergrund. Das sehen Sie aktuell an der Baustelle bei Maschinenlaboratorium und Fernheizkraftwerk. Bei Neubauten und Sanierungen investieren wir gezielt in die Lehrinfrastruktur. Hochschulen brauchen moderne, flexibel nutzbare Räume für den Unterricht, wie Sie heute schon gehört haben. Hörsäle und Arbeitsplätze sind wichtig für die Vermittlung von Grundlagenwissen. Wir wollen unsere Studierenden aber auch befähigen, dass sie eigene Ideen entwickeln und Projekte umsetzen. Auf diese Weise erwerben sie zentrale Kompetenzen für die Arbeitswelt. Darum realisieren wir im Fernheitskraftwerk ein Student Project House, in dem Studierende ihre Ideen weiterentwickeln und selbstständig umsetzen können. Im GLC-Neubau richten wir 3 flexible Hörsäle ein, die sich in 5 Seminarräume unterteilen lassen. Auch das sind flexible, nutzbare Räume, die nicht nur Gruppen am Projektarbeiten ermöglichen, sondern auch Online-Prüfungen. Im GLC werden die Gesundheitswissenschaften zu Hause sein. Die Nähe von Medizin, Technologie und Gesundheitswissenschaften kommt auch der Lehre zugute. Zum Beispiel arbeiten wir im ETH-Bachelor in Humanmedizin eng mit unseren Nachbarn zusammen. Vielen Dank. Auf dem Slide sehen Sie die ETH-Studierenden das Nähen von Wunden anhand von Bananen üben.
übrigens. Neben den modernen Unterrichtsräumen sind auch Freiräume für Studierende wichtig. Sozialwissenschaftler der ETH könnten nachweisen, dass Prüfungsergebnisse sehr stark davon beeinflusst werden, wie gut sich Studierende selber untereinander vernetzen und auch unterstützen. Dafür benötigen sie Freiräume, wo sie informell neue Bande knüpfen, miteinander diskutieren und lernen können. Das Beispiel dafür sehen Sie hier einen Lichthof im ETH-Hauptgebäude. Ich bin zuversichtlich, dass die bauliche Entwicklungen im Hochschulgebiet uns allen nutzt. Schließlich bilden wir in unseren Gebäuden junge Menschen aus, welche die Schweiz und Zürich weiterbringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort weiter an Regierungsrat Heiniger, glaube ich. Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. 2028 soll die erste Etappe mit den beiden Objekten, die heute im Zentrum der Veranstaltung stehen, realisiert sein, in 9 Jahren. Vor gut 9 Jahren hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die 3 Direktionen, die Gesundheitsdirektion, die Baudirektion und die Bildungsdirektion, beauftragt, eine strategische Entwicklungsplanung für das Universitätsspital Zürich und für die medizinischen Bereiche der Universität in Angriff zu nehmen. Er tat dies ganz bewusst und im Bewusstsein des großen Modernisierungsbedarfs eben und der damals schon in vielen Bereichen festgestellten kritischen Bausubstanz, vor allem des Universitätsspitals. Infrastrukturelle Generationenprojekte, wie wir es vor uns haben, brauchen ihre Zeit. Die umfassende Erneuerung der universitären Medizin im Zentrum von Zürich ist keine triviale Aufgabe. In föderalen, demokratischen Systemen, in denen wir uns befinden, wird zudem den Mitwirkungsrechten auch und vor allem den Rechten der von den Baumaßnahmen Betroffenen großes Gewicht eingeräumt, und das gilt es auch zu respektieren. Heute, meine Damen und Herren, sind wir dem Ziel, das Universitätsspital umfassend zu erneuern und zu erweitern, einen ganz, ganz wesentlichen Schritt näher gekommen. Das ist sehr erfreulich, wirklich erfreulich, das ist aber auch sehr notwendig. Es ist das Verdienst von vielen Einzelnen, Verantwortlichen und Mitarbeitenden der 3 Institutionen, der beteiligten Institutionen USZ, UZH und ETH sowie der Ämter und der Abteilungen des Kantons und der Stadt. Sie haben sich in einem, ich wage das zu sagen, bemerkenswert pragmatischen, auch konsensuellen und eben zielorientierten Prozess zusammengefunden und die unglaublich komplexe Aufgabe Schritt für Schritt einer überzeugenden Lösung zugeführt. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Der Präsident des Spitalrats, Martin Waser, wird Sie anschließend über die baulichen Perspektiven orientieren. Das USZ ist nun aber nicht nur von der Bauphase und von der Bauplanung her gut aufgestellt. Nein, ebenso wichtig ist für den Regierungsrat und für das Universitätsspital, dass die Verantwortung für den Planungs- und für den Realisierungsprozess auch im baulichen Bereich vollumfänglich in den Händen der Unternehmensführung, das sind Spitalrat und Spitaldirektion, liegt. Vor gut einem Jahr, am 1. Januar 2018, trat das neue Universitätsspitalgesetz, das USZ-Gesetz, in Kraft, und mit dieser Änderung wurden die Spitalbauten ins Eigentum des USZ übertragen. Das Spital ist nun alleine zuständig für die Planung und auch für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Modernisierung der baulichen Infrastruktur und natürlich damit zusammenhängend auch für die Finanzierung dieser Maßnahmen. Dieser Schritt ist wesentlich, dieser Schritt war aber nötig, um dem Spital den Handlungsspielraum, den es braucht, in die Hände zu geben. Die Politik hat sich aus der Unternehmensführung zurückgezogen und auch die wichtige Ressource Spitalbau, von der wir heute sprechen, in die Hände der verantwortlichen Spitalorgane übergeben. Das ist auch
ich sage das, versorgungsnotwendig. Äußerliche Zeichen dieses Schrittes ist, dass die GED, die Gesundheitsdirektion, im Wettbewerb für die Neugestaltung des USZ nicht mehr involviert war. Auch ich habe bisher nur Schnappschüsse der Ergebnisse gesehen und bin ebenso neugierig wie Sie, meine Damen und Herren, über die Ergebnisse der beiden Wettbewerbsverfahren und die siegreichen Projekte zu erfahren. Das USZ ist nicht nur das bedeutendste Spital im Kanton Zürich, sondern in der ganzen Schweiz. Davon bin ich überzeugt. Die wichtige Rolle des USZ ist für die überregionale Versorgung, das ist, die belegt auch die umfassenden Leistungsaufträge, die das Spital in der hochspezialisierten Medizin hat und für die sich beide, Spital und Kanton, eben auch mit Nachdruck und mit Durchsetzungskraft eingesetzt haben und sich weiter morgen und übermorgen auch einsetzen werden. Am USZ erbringen sehr engagierte Menschen für Menschen hochqualifizierte medizinische Leistungen, gestern schon, heute auch und morgen immer noch. Die State-of-the-Art-Versorgung auf allen Ebenen, die das USZ eben für die Bevölkerung von Stadt und Kanton Zürich und weit darüber hinaus auch sicherstellt, ebenso wie die umfassenden Leistungen des Spitals in der Lehre, in der Forschung, für die Wissenschaft, die ebenfalls Maßstäbe setzen. Diese Leistungen bedingen aber eine ebenso fortschrittliche baulich-technische Infrastruktur. Und wie diese Infrastruktur nun aussehen soll, darüber informiert Sie Spitalratspräsident Martin Waser. Ihm gehört jetzt die Bühne. Besten Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir, bevor ich den Vorhang quasi ziehe, noch ein paar Vorbemerkungen. Die vergangenen Jahre waren ja geprägt durch intensive und auch zum Teil emotionale Debatten. Erstens über den Standort, zweitens, wie groß darf das sein, wie muss es aussehen, wie muss es eben erschlossen werden. Und das hat uns natürlich geprägt. Wir haben sehr gut zugehört und wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Deren erste Entscheid gefällt worden wurde, war, dass das Spital in der Stadt bleibt. Und das ist für uns ganz wichtig, denn erstens bin ich persönlich und auch die Führungskrew des Universitätsspitals überzeugt, dass dieser Entscheid absolut grundrichtig ist. Erstens sind die zwei Hochschulen in direkter Nachbarschaft. Zweitens verlangt das von uns aber auch eine sehr große Sorgfalt, wie wir eben mit diesem Lebensraum Stadt umgehen. Es ist uns klar, von Anfang an war das klar, wir können nicht einfach etwas hinklotzen, weil es in einem sozialen, in einem städtischen, in einem gesellschaftlichen, in einem städtebaulichen Umfeld passen muss. Also das waren die Herausforderungen. Wir haben uns dem gestellt und ich glaube, ich muss es einfach sagen, wir sind vom Resultat wirklich begeistert. Ich hätte vor 3 Jahren nicht gedacht, dass wir so etwas zustande bringen und möchte mich natürlich bei den Planerteams vor allem auch ganz herzlich bedanken. Mit ihnen haben wir in diesem komplexen Prozess sehr viel Austausch gehabt und sehr viel gelernt. Ich hoffe gegenseitig. Also wir haben ein paar Punkte möchte einfach erwähnen, erstens der Städtebau war eine ganz große Herausforderung. Die Setzung muss stimmen, die Struktur muss stimmen und die Größe muss stimmen. Das muss in den Stadtraum hineinpassen. Das zweite ist der Freiraum. Da haben wir eine hervorragende Grundlage erarbeitet im Vorfeld mit dem Weißbuch. Der Freiraum muss eine ausgezeichnete Qualität haben. Es braucht Durchwägungen. Das Quartier darf nicht unterbrochen werden, diese Verbindungen. Im Gegenteil, sie sollen sogar verbessert werden. Das Dritte ist, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, haben wir versucht zu machen. Das heißt, die Frage, wie ist die Struktur, wie sind die Prozesse in einem zukünftigen Spital, das weiß heute niemand. Und das mussten wir klären. Wir haben bis 250 Mitarbeitende einbezogen in diesen Findungsprozess und diesen Entscheidungsprozess, sodass wir am Schluss wirklich uns einbilden, überzeugt sind, wir wissen, was wir brauchen und konnten dann das in den Wettbewerb eben auch einfließen lassen. Zum Beispiel der Entscheid, dass wir ambulante und stationäre Versorgung trennen wollen. Das hat ganz große räumliche und räumlich entlastende Konsequenzen gehabt. Und das Vierte ist natürlich, für wen bauen wir das Spital?
Wir waren ein Spital für Menschen, Sie haben es gehört. Patienten kommen zu uns, sie haben Sorgen, sie haben Schmerzen, sie müssen ihre Familie, ihren Angehörigen zurücklassen. Das heißt, sie müssen sich bei uns wohlfühlen, sie müssen empfangen werden. Wir müssen uns auch mit diesen Sorgen auseinandersetzen, das ist ganz wichtig. Unsere Mitarbeitenden brauchen sehr gute Arbeitsbedingungen, nicht nur von den Abläufen her, sondern auch von den räumlichen Bedingungen. Es braucht Begegnungsorte, damit sie sich austauschen können, weil wir auch eine zusätzliche, zunehmende Spezialisierung haben. Und was auch wichtig ist, die Angehörigen sind nicht ein Störfaktor, sie sind wichtig, sie sind auch willkommen. Auch sie müssen Platz haben, denn die Leute werden gesund, wenn sie wissen, dass sie ein Umfeld haben, das sich interessiert, wie es ihnen geht. Das ist ganz wichtig, das wissen wir ja alles. Also in diesem Sinne wollen wir ein offenes Haus sein, also nicht ein abgeschlossenes Gebilde. Und jetzt die erste Eindrücke. Hier dieses Siegerquartier-Projekt, das eben wirklich sehr schön zeigt, dass eigentlich alles stimmt. Ich kann Ihnen heute eigentlich nur so ein bisschen, ich soll sagen, ein bisschen ein Gefühl geben für diese Struktur, für dieses Bauwerk. Und wir haben am Donnerstag eine Medienkonferenz um 10 Uhr. Ich hoffe, dass Sie von den Medien noch jemanden hinschicken. Wir können Ihnen dann erklären, wie wir dort arbeiten. Das ist, glaube ich, mindestens so wichtig, wie das eben von außen ausschaut. Jetzt aber zurück zu dieser Darstellung. Sie sehen hier den Grundriss, es sind diese zwei Gebäude. Das erste Gebäude, das Sie hier sehen, vom Park her, also das ist eigentlich vom alten Gebäude, vom Haupteingang über den Park hin gesehen, ist, das sieht das so aus. Sie haben links den Häferlimoser Steigerbau, rechts diesen neuen Bau, der anders ist, der neu ist, aber sich nicht anbietet, einen eigenständigen Ausdruck hat. Man sieht, wenn man da die Nutzungen dahinter kennt, dass die Fassade das auch nach außen abbildet und zeigt. Es zeigt auch, dass die Fassade sehr gut umgeht, auch mit dem Lichteinfall. Es gibt eine natürliche Beschattung, sodass sich das Gebäude nicht zu fest aufheizt. Es ist weder ein Bürogebäude noch eine Fabrik, sondern es ist ein Spital. Das ist dann eben auch sichtbar, das ist ganz wichtig. Jetzt, was ganz bemerkenswert ist, ist dieses erste Gebäude, das Sie hier sehen. Es hat einen großen Lichthof oder eine Art Hofrandumbauung. Wenn man diesen Fußabdruck im ganzen Quartier sieht, dass es eigentlich vergleichbar ist mit dem Fußabdruck der Universität, des alten Gebäudes und auch der ETH, das eigentlich eine ähnliche, vergleichbare Struktur hat, natürlich zeitlich anders ausgedrückt, aber das ist sehr gut gelungen. Diese beiden Gebäude sind hier durch ein Scharnier verbunden, das ist ganz wichtig für die Funktionalität, die hier sichergestellt ist. Also, Sie sehen auch von der Größenordnung, das ist absolut verträglich. Sie haben diesen Mittelbau, das Häferlimoser Steigerbaus, der ein bisschen tiefer ist. Da gibt es noch einmal einen Höhensprung, der ist aber absolut vergleichbar mit dem anderen. Das kann ich Ihnen gerade jetzt zeigen. Wir haben hier, wenn man vom Clarium her sieht, haben wir hier die Gloriastraße. Und Sie sehen hier hinten, das ist ganz wichtig, einfach für den Vergleich, das ist der Trakt West, das ist das bestehende Gebäude, das Häferlimoser Steigerbau, das ist gleich hoch wie das neue Gebäude. Das ist also, das heißt, diese zwei Gebäude, die fassen den Park sehr schön ein, geben einen Anfang und ein Ende, also hervorragend gelungen, diese Setzung. Und Sie sehen auch, das Gelände steigt hier an, das nächste Gebäude ist ein bisschen höher, es ist aber nicht überhöht, sondern es ist vergleichbar mit dem vorne. Oben sogar ein bisschen niedriger, das ist der Ort, wo dann eben der Helikopterlandeplatz hinkommt und dieses Scharnier ist dann eben notwendig, damit diese Menschen, die hier schwer verletzt oder schwer krank ankommen, hier im Notfall eben auch sofort und unverzüglich behandelt werden können. Da sehen Sie den Haupteingang, das ist der Haupteingang und hier gut abgetrennt, auch örtlich, ist der Notfall. Wir haben ja von den Teams verlangt, dass sie eigentlich mal ein Gesamtbild machen sollen. Wie könnte das weitergehen? Wie könnte das in 2037 aussehen? Sie sehen, das ist konsequent mit dieser Struktur weiterentwickelt worden. Sie mussten nachweisen, dass die Funktionalitäten stimmen, dass der Städtebau stimmt. Und was man hier sehr gut zeigen kann, ist eben diese Durchwägung. Wir haben hier neu
schon in der ersten Etappe hier einen großzügigen Durchgang. Wir haben hier einen Freiraum geschaffen, einen Hof, einen riesigen Hof, der ist etwa 30 Meter tief, also ist nicht irgendeine Schlucht. Und wir werden hier durch das Gelenk auch einen Durchgang haben von oben. Und diese Durchgänge sind so großzügig, dass sie eben auch Sichtlinien eröffnen. Man kann das Gebiet, das ist nicht ein Riegel, sondern man kann durch diese Gebäude eben auch durchsehen und das ganze Quartier auch wieder erleben, wie es heute gar nicht möglich ist. Also das ist, denke ich, auch hervorragend gelungen aus unserer Sicht. Dann, wenn man ins Gebäude reinkommt, kommt eben dieser Lichthof, diese sehr offene, helle Situation. Man ist, hat Orte, wo es nicht, eben nicht eng ist, sondern es hat sehr viel Platz. Man kann austauschen, man kann miteinander reden. Hier, das ist dieser Zwischenbereich zwischen dem Häferlimoser Steigerbau und dem Neubau, eben dieses großzügige neue Freiraum, der sehr ruhig ist, wo man sich wirklich einfach zurückziehen kann, ob man Mitarbeitend ist oder Patienten oder Besucher. Ganz sehr schöne Dinge. Ah, das habe ich mich noch schnell erwähnt, Entschuldigung. Hier unten ist das Personalrestaurant auf den Park hinaus. Das ist selbstverständlich auch offen für alle Personen, die einfach auch mal Lust haben, dort vielleicht an einem schönen Tag da ins Freie sich zu setzen. Und das Spital ist ja nicht unbedingt dann eben mehr abschreckend, sondern ein Ort, wo man empfangen wird. Das sind die zwei Einblicke in zwei Strukturen, die ganz wichtig sind. Das Patientenzimmer, das muss ein Ort sein, wo man wieder gesund werden kann. Wir werden in Zukunft die Patientinnen und Patienten sehr weitgehend in den Zimmern selber behandeln. Der Hintergrund ist, dass wir immer mehr Spezialisierungen haben, dass diese Spezialisten eben zusammen wieder zum Patienten gehen. Wir werden also weitgehend verzichten, wie heute die Patienten von Klinik zu schieben, sondern die Spezialisten, die Ärztinnen und Ärzte, die sollen die Patienten hier behandeln. Das geht. Es ist auch ein Ort, wo man sehr gut bei Besuch empfangen kann. Wir machen hier nur noch Einzelzimmer, die sind entsprechend großzügig ausgestattet. Und ich denke, da haben wir einen ganz wichtigen Trend, den wir hier da einleiten können. Was auch wichtig ist, dass auch Arbeitsplätze eben, wie zum Beispiel der Operationssaal, die haben Tageslicht. Es ist wichtig, dass man den Bezug zur Außenwelt nicht verliert, auch wenn man hier sich ganz konzentriert eben mit dem Patienten auseinandersetzt. So, das ist unser Ziel. Wir bauen heute für die Medizin von morgen, aber eigentlich bauen wir für uns. Oder? Also wenn es gut läuft, in 8 Jahren kann das bezogen werden und dann sind wir wahrscheinlich froh, wenn wir da so gut aufgehoben sind. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Silvia Steiner. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute aus Sicht der Bildungsdirektion über die weitere Zukunft des Hochschulgebiets Zürich-Zentrum informieren darf. Warum ist die Neugestaltung des Hochschulgebiets Zürich-Zentrum für unseren Bildungsstandort so wichtig? Wie Sie vielleicht wissen, ist die Universität Zürich die größte Volluniversität der Schweiz und damit ein wichtiger Pfeiler in der Schweizer Hochschullandschaft. Wie Sie in der Grafik unten rechts sehen, gab es im Jahr 2017 fast 26.000 Studierende an den 7 Fakultäten der Universität Zürich. Außerdem beschäftigt die Universität Zürich mehr als 6.500 Mitarbeitende, davon fast 5.000 Dozierende auf 675 Professuren. Was allen klar sein dürfte, die UZH ist ein wichtiger Pfeiler des Bildungs- und Forschungsstandorts Zürich und hat auch wirtschaftlich eine große Bedeutung. Seit den 90er Jahren verzeichnet die UZH ein starkes Wachstum und der Bedarf an neuen Räumlichkeiten hat stetig zugenommen. Gebaut wurde aber eigentlich kaum mehr. Die letzte große Ausbauphase war der Campus Irchel, Anfang der 1960er Jahre angedacht, als die UZH unter akuter Raumnot litt. Rund um die Universität Zürich hat sich seither ein eigentlicher Investitionsstau oder ein Baustau entwickelt
und diesen Missstand wollen wir nun beheben. Dieser Baustau hat eben auch dazu geführt, dass die bestehende Bausubstanz überaltert ist und den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt. Dabei ist eine zeitgemäße Infrastruktur als Standortfaktor für die Zukunft der Universität Zürich im internationalen Wettbewerb entscheidend. Hinzu kommt, dass die Universität auch im Gebiet Zürich-Zentrum stark verzettelt ist. Das heißt, es gibt viele Institute, die in unterschiedlichsten Liegenschaften im ganzen Quartier verteilt sind. Hintergrund des Projekts, das Ihnen in Kürze Rektor Michael Hengartner präsentieren wird, ist die Zwei-Standorte-Strategie der Universität Zürich. Wir planen die Integration der Institute, die derzeit an Streulagen in der Stadt und im Kanton Zürich verteilt sind, in die Standorte Zentrum und Irchel. Mit dieser Zwei-Standorte-Strategie konsolidieren wir das Immobilienportfolio der Universität Zürich und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulstandorts Zürich. Dank einem Clusterkonzept entlang der Disziplinen schaffen wir Synergien in Forschung und Lehre. Dabei dient das Zentrum als Konsolidierungsstandort. Der Campus Irchel dient als Wachstumsstandort zur Rückführung der Außenstandorte und Entlastung des Zentrums. Durch die Konsolidierung können wir optimale Bedingungen für Forschung und Lehre schaffen. Wir erneuern die Bausubstanz, können die Flächenauslastung erhöhen und gleichzeitig das Flächenangebot erweitern. Heute geht es aber zunächst vordringlich um das Forum UZH, also um den Bau, der auf dem sogenannten Wässerwies-Areal zwischen Rämistraße, Gloriastraße und Freie Straße zu stehen kommen soll. Das Bildungs- und Forschungszentrum Forum UZH, und darum sind heute so viele Menschen hier, die zu Ihnen sprechen, ist der strategische Auftakt für die gesamte bauliche Weiterentwicklung im Zentrum. Wir alle sind der Meinung, dass dieses Gebäude, das wirklich atemberaubend aussieht, zu einem Kollegiengebäude des 21. Jahrhunderts werden wird. Und zwar mit derselben Strahl- und Anziehungskraft wie einst das Hauptgebäude der Universität Zürich, als es Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde. Es soll durch die räumliche Nähe Synergien freisetzen und ein lebenslanges Lernen ermöglichen. Das Forum UZH wird ein Drehkreuz sein für Forschung und Lehre, aber eben auch für das Quartier und die ganze Stadt Zürich von Bedeutung sein. Es soll der Quartierbelebung dienen, sei es durch das Verpflegungsangebot, die Sportmöglichkeiten, die Möglichkeit zur Mitbenutzung oder eben einfach als Forum, als Treffpunkt im Quartier. Abschließend noch eine Bemerkung zu den genannten Sportmöglichkeiten. Ich bin ja nicht nur Präsidentin des Unirats, sondern eben auch Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und damit liegen mir auch die Mittelschulen am Herzen. Meine Schulen verlieren mit dem Neubau zwar ihren heutigen Sportplatz und die alten Rämiturnhallen, dafür profitieren sie aber von neuen Sporträumlichkeiten und einem größeren Sportangebot. Gleichzeitig können die Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig Uniluft schnuppern. Dieses kleine Beispiel zeigt für mich sehr schön, wie die Uni der Zukunft eben bildungsstufenübergreifende Impulse gibt für den ganzen Bildungsstandort Zürich. Und wer mich kennt, der weiß, dass mir die Vernetzung unter den Bildungsstufen ein großes Anliegen ist. Auf struktureller Ebene haben wir schon viel getan. Ich denke etwa an das Netzwerk HSGIM, einem Verbundsystem zwischen Hochschulen und den Gymnasien hier in Zürich. Dass sich jetzt auch auf baulicher Ebene etwas tut, begrüße ich sehr. Jetzt sind Sie aber sicher alle schon sehr gespannt auf das konkrete Bauprojekt. Ich übergebe daher das Wort an den Rektor zur Klärung der Einzelheiten. Lieber Michael, du hast das Wort. Ja, geschätzte Damen und Herren, zum Schluss auch noch herzlich willkommen meinerseits. Ich freue mich sehr, Ihnen heute das Siegerprojekt präsentieren zu können. Am Anfang unserer Reise muss die Universität mehrere Grundsatzfragen beantworten. Was soll dieser Bau genau liefern? Welche Fachrichtungen sollen da drin sein?
und vielleicht die ketzerischste Frage von allen, in einer Zeit der Digitalisierung, wo alles Fachwissen online ist, braucht es überhaupt noch große universitäre Bauten mit Hörsälen und Seminaren? Die letzte Frage war vielleicht die einfachste zu beantworten, mit einem ganz klaren Ja. Die Universität Zürich als Präsenzuniversität bringt Mehrwert, nicht indem sie nur Fachwissen generiert und weiterbringt, sondern indem sie Menschen zusammenbringt. Studierende mit Dozierende, aber eben auch Studierende untereinander. Sarah Springer hat erwähnt, der Mehrwert von einem Student für eine Studentin und vice versa. Sie bringen auch Forschende zusammen. Und es ist diese Begegnung zwischen Dozierenden, Studierenden und Forschenden, der eigentlich der größte Mehrwert von einem solchen großen Universitärbau mit sich bringt. Sehr wichtig war darum für uns, dass wir Begegnungsorte haben in diesem neuen Gebäude. Und wir haben uns inspirieren lassen vom Lichthof, vom Hauptgebäude von Moser von anno dazumal, wo wir seit über 100 Jahren wissen vom großen Wert eines zentralen Dorfplatzes, ein Ort, wo die akademische Welt zusammenkommt und sich begegnen kann. Und darum war ein wichtiger Teil der Anforderung, dass wir auch einen neuen Begegnungsort im neuen Gebäude haben würden. Dieses Bedürfnis wurde sogar dann Namen, das neue Gebäude heißt Forum UZH, weil dieses zentrale Forum, diesen zentralen Begegnungsort für uns sehr wichtig war. Klar war auch aufgrund der hohen, vielfältigen Anforderungen an dieses Gebäude, dass wir hier einen Meilenstein generieren werden. Eben, wie gesagt, ein neues Kollegiumgebäude des 21. Jahrhunderts, der gleichwertig sein wird für die Universität in den ersten 100 Jahren, wie der Moserbau war für die letzten 100 Jahre. Wir haben über ein Jahr lang in einem zweistufigen Wettbewerb ein Siegerprojekt erkoren. Im ersten Schritt wurden 11 Teams eingeladen, ein Projekt zu erarbeiten und dann dieses anonym uns zu präsentieren. Und dann in einem zweiten Schritt wurden von diesen 11 Projekten eben eins auserkoren. Dieses Projekt von Herzog Dömeron und B&P hat uns alle total begeistert. Und das gleich auf mehreren Stufen. Sie sehen hier eine Visualisierung dieses Baus. Sie sehen zuerst mal architektonisch, es ist ein sehr schöner Bau. Es ist ein Trapez, klassisch, gleichzeitig modern, hat eine sehr interessante Fassade, die ist nicht nur elegant, sie ist auch sehr nützlich, ich komme später darauf. Aber auch städtebaulich ein sehr interessantes Projekt. Anders als die anderen Projekte hat nämlich Herzog de Meuron es hingekriegt, nicht die ganze Fläche zu bebauen. Nennen Sie sehr clever viele der großen Voluminas, insbesondere die Turnhallen, die Hörsäle, unter den Boden versenkt haben, haben Sie Platz geschaffen in der vorderen Hälfte auf der Seite der Remistraße für einen neuen Platz. Also anstatt, dass wir hier einen Bau haben, haben wir einen Bau mit einem städtebaulichen Platz. Und wenn Sie wissen vom Mehrwert von öffentlichen Orten, ist das natürlich ein riesiges Geschenk an die Universität, an die Studierende, aber auch an die Stadt selber. Auf diesem Platz erwarten wir gleich wie auf der Polyterrasse, auf der Uniterrasse, dass die Studierende zusammenkommen, dass man verweilen kann. Und wenn man denkt, dass auf der anderen Seite der Gloriastraße gleich der Gloria-Park ist, hat man hier eine Kombination, die enormen Mehrwert für die Bevölkerung darstellt. Das Trapez hier im hinteren Teil soll auch offen sein. Das Erdgeschoss ist eine Glasfassade. Sie können von allen Seiten in das Gebäude reingehen. Sie können durch das Gebäude durchgehen. Und es ist also eine Einladung, auch in das Gebäude reinzugehen. Über diesem Sockel haben Sie dann 6 Stöcke. Sie sehen, dass das Gebäude fast am Schweben ist über diese einladenden Erdgeschoss. Die ersten 2 Stöcke sind ein Lernzentrum mit einer Bibliothek für die Studierenden. Und die 4 obersten Geschosse sind dann Forschungsfläche für die Rechtswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften und die neuen Sprachen aus der Philosophischen Fakultät. Das Gebäude ist einladend, indem dass die Front hier an der Remistraße auch für öffentliche Nutzungen geplant ist. Also wir haben hier Platz für Läden, die Sportzentren sind dort, also das Fitnesszentrum ist auch hier für die Bevölkerung. Und durch das haben wir eben einen offenen Platz und eine öffentliche Nutzung hier auch eingebracht. Über den Sockel haben wir eben das Gebäude. Sie sehen diese interessante Fassade. Das ist nicht nur gedacht als Architektur, das ist auch gegen
die als Sonnenschutz gedacht, das sind sogenannte Brise Soleil, die werden genauso positioniert, dass die Sonne am höchsten Horizontpunkt nicht direkt in das Gebäude einfließt und durch das haben wir einen Schutz im Sommer gegen eine zu hohe Temperatur. Gleichzeitig, weil das Lamellen sind, haben sie jederzeit Sicht aus das Außen. Es ist also immer hell im Gebäude, aber eben nicht direkten Sonneneinschein. Der Bau selber ist relativ kompakt, durch das sehr benutzerfreundlich, im Sinne, dass es relativ effizient bewirtschaftet wird. Es ist aber auch modern eingebaut. Wir haben relativ viele Großbüroräume. Das wird natürlich auch für unsere Forschende, für unsere Studierende eine neue Welt sein. Wir erwarten hier sicher noch die eine oder andere Anpassungsphase für diese neue Diskussion und diesen neuen Weg. Wir wollen ja, dass die Menschen miteinander interagieren. Das wird in dieser Form auch sicher noch weiter unterstützt werden. Ich komme zum Forum. Auch hier hat Herzog de Meuron eine sehr spannende Lösung zu dieser Aufgabe gefunden. Anders als zum Beispiel der Lichthof im Moserschbau ist der Lichthof hier, das Forum hier, nicht ein interner Hof, sondern ein Hof, der nach außen geht. Der Hof, das Forum, beginnt eigentlich als ein versenkter Garten schon im Außenraum. Und dieser versenkte Garten geht dann nahtlos in das Gebäude ein, durch eine mehrstöckige Glasfassade, direkt in diesen vierstoßigen Hof ein, die sehen Sie hier. Das ist jetzt eben das neue Forum, das sich hier auf dem unteren Stock und dann über vier Stöcke weiterentwickelt. Sehr viel Platz für Begegnungen, Platz für Cafés, Platz für Studienplätze. Und wichtig für uns ist auch die Vernetzung. Sie müssen also nicht vom oberen Stock drei Stöcke runter, um rüber zu gehen. Dank diesen unterschiedlichen Brücken haben wir direkte Wege von einem Ort in diesem Bau zu den anderen. Man kann also sagen, dass wir in diesem neuen Bau einen Dorfplatz haben mit einem eigenen Gartenanhang, so dass sie sowohl innen wie außen sich hier begegnen können. Im oberen Teil des Lichthofs finden Sie dann auf den zwei oberen Stöcke eben das Lernzentrum. Sie sehen auch hier sehr hell, sehr viel Platz für Studierende, schöne Sicht auf die Stadt, auf das Hauptgebäude, aber auch ruhigere Orte, wo dann die Bücher zum Beispiel verstaut werden können, wo man dann sich auch in größerer Ruhe miteinander oder mit sich selber auseinandersetzen kann. Voilà. Jetzt mit der Identifikation des Siegersprojekts ist natürlich die Reise nicht am Ende. Ich würde sogar sagen, sie fängt erst jetzt recht an. Ich freue mich jetzt in den kommenden Monaten und Jahren in einem Dialog mit dem Architektteam, aber auch mit dem Quartier zu diskutieren, wie können wir dieses Projekt weiter vertiefen, sodass wir am Schluss eben einen Bau haben, der wirklich schön ist, der nützlich ist, aber der auch die Bedürfnisse der Bevölkerung des Quartiers, in dem ich ja auch lebe, auch rechtfertigt werden kann. Und mit dem schließe ich und gebe nun das Wort an Dominik Bondor. Besten Dank, Michael Hengartner, besten Dank. Nach den ganzen Präsentationen stehen jetzt die Referenten natürlich noch für Fragen zur Verfügung. Wir brauchen einen Moment, um da umzubauen. Ich bitte dann die Referenten und Herrn Peter Bodmer, den Projektdelegierten des Regierungsrats, auf die Bühne. Wird etwas eng auf dem Podium, aber ich glaube, alle haben sich platziert. Die Referenten beantworten jetzt ihre Fragen. Im Anschluss ist auch noch die Möglichkeit für Einzelinterviews. Die Architekten sind auch anwesend. Wir Beamer stellen wir noch aus. Das ist die Idee. So, besten Dank. Dann bitte ich um die ersten Fragen.
Bitte sehr, immer mit Name und Medium gerne. Wir haben Mikrofone. Sehr Huber gut. Vom Tagesanzeiger. Wahrscheinlich richtet sich meine Frage eher an die Architekten, aber vielleicht kann sie auch jemand von Ihnen beantworten. Und zwar würde es mich interessieren, wie man jetzt dazu gekommen ist, zu dieser doch überraschenden Lösung, das Gebäude, das Forumsgebäude der Uni zurückzunehmen, sodass dieser zentrale Platz eigentlich noch entsteht. Woraus hat sich diese Idee ergeben? Ich glaube, die Frage geht nachher hauptsächlich an die Architekten, aber Michael Hengartner war in der Jury dabei und kann das sicher kompetent beantworten. Also die Remi-Straße ist ja fast wie eine Wissensallee und da sind die Hauptgebäude sind eigentlich zurückgesetzt von der Straße. Sowohl der ETH-Bau wie der Hauptbau der Universität sind ein bisschen zurück, haben auch einen Vorplatz und diese Idee wird jetzt auch wieder gespiegelt, nur einfach auf der anderen Seite der Remi-Straße. Und so hat man eigentlich eben so ein Vis-à-vis vom Hauptgebäude, das gleichwertig, aber anders jetzt präsent ist. Und das ist genau, was uns da auch sehr attraktiv die Idee gemacht hat, dass wir hier einen Bau haben, der sich ein bisschen vornehmlich zurückzieht, gleich wie die anderen Hauptgebäude auf dieser Allee, auf dieser Straße sind. Gleichzeitig eben gewinnen wir natürlich auch einen Platz, wo die Bevölkerung, die Studierenden, die Wissenschaftler sich verweilen können. Das ist natürlich nochmals ein Mehrwert. Weitere Fragen der Medienschaffenden? Joannelli, Werkbauen und Wohnen. Ich habe eine Frage betreffs das Universitätsspital. Wie gelang es, diese Gebäudehöhen so markant zu reduzieren gegenüber dem Gestaltungsplan? Also primär haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, was muss wirklich in diesem Hochschulgebiet und uns dort sein, was kann man auch rausnehmen. Also wir haben zum Beispiel den Flughafen, wo jetzt die Hälfte unserer ganzen ambulanten Tätigkeit ausgelagert wird. Wir haben wir verschieben weiter 600 administrative Arbeitsplätze nach Dübeldorf. Und dieser Prozess ist überhaupt nicht abgeschlossen. Das heißt, wir haben uns bemüht, das Wichtige und so wenig wie nötig überhaupt in die Bestellung hineinzubringen. Das ist dann, das können Sie dann die Architekten fragen. Sie haben zwei Mikrofone weggebracht, das so perfekt jetzt umzusetzen. Aber wir haben wirklich auf etwa 30% unserer Fläche haben wir verzichtet durch Umlagerungen, durch andere Prozesse. Und das hat uns geholfen. Wir haben uns da sehr gut gefunden mit den Architekten. Wir haben etwas Tonprobleme. Wir nehmen da zwei Mikrofone raus und dann müssen wir das so verteilen. Einen Moment, Entschuldigung. Schauen wir, ob es jetzt besser geht. Weitere Fragen? Bitte. Jetzt ist der wieder ausgestellt. Mich würde interessieren, wie es im Untergrund dieses Hochschulgebiets aussieht. Sind ja offenbar ganz große Volumina, die auch im Boden vergraben werden. Gibt es Verbindungen? Gibt ja Beispiele aus anderen Städten, wo man eigentlich unterirdisch auch sich bewegen kann. Wie sieht es da aus? Gibt es einen Plan? Können wir den sehen? Weitere Fragen von Medienschaffenden?
Mikrofon kommt. Schade, wenn ich das richtig sehe, wurde beim USZ-Gebäude 13 Meter unter der Maximalhöhe, das ist die Höhe angesetzt ist. Und die Frage ist, wie sieht es beim Uni-Gebäude aus, beim Forum, wie viel tiefer das zulässig ist? Das? Es ist auch unter der Maximalhöhe, also nicht viel tiefer. Ausgenutzt. Warum nicht ausgenutzt? Vielleicht darf ich noch zu diesem Mannlinien etwas in Verursacht, zu diesem Mannlinien. Weil wir ganz wichtigen Punkt ist ja, das war nicht die Planung dieser Mannlinien, sondern was man ganz bewusst gemacht hat, ist eben den kreativen Spielraum der Architekten Freiheit zu geben. Und wenn man die unterschiedlichen Projekte auch anschaut, in den Unterlagen, dann sieht man, dass die einzelnen Teams sehr unterschiedlich mit diesen Höhen umgegangen sind. Und bei mir, glaube ich, sind es plus minus ein bis zwei Stockwerke, wenn ich das richtig mache. Ja, zwei Stockwerke, 6 Meter runter, der macht mal ein bisschen. Weitere Fragen? Katrin Neuer, Zürcher Regionalzeitung. Ich habe noch eine Frage zum Park. Ist der irgendwie angegliedert an eines der beiden Projekte oder wird der parallel dazu entstehen? Wie läuft dort die Erstellung? Jetzt ist es entstanden. Vor solchen Fragen weiche ich schon zurück. Nein, Spaß beiseite. Es ist so, über das Gebiet gibt es eine sehr, sehr detaillierte Umsetzungsagenda. Und was Sie gesehen haben, ist, dass die beiden Gebäude praktisch gleichzeitig erstellt werden müssen. Da wird es natürliche Verschiebungen geben, das ist klar. Was dazu gehört, ist sicherlich Teile der Verkehrsinfrastruktur, also die Tramhaltestellen müssen für die Eröffnung bereitstehen und Teile der Parkschale entlang der Traminfrastruktur müssen eigentlich bereitstehen. Aber es muss nicht der ganze Park realisiert werden parallel. Und ich glaube, man muss auch klar sehen, dass auch Teile der Flächen auch für Baustellen, Logistiken etc. zeitlich versetzt gebraucht werden müssen. Aber da gibt es ein sehr, sehr feinmaschiges Planungssystem darüber. Wenn Kai, doch, hier ist noch eine Frage der NZZ. Irene Troxler von der NZZ. Ich habe eine Frage zum Zeitplan der Realisierung. Also müssen wir uns jetzt vorstellen, dass diese beiden Gebäude, Universität und Universitätsspital, gleichzeitig gebaut werden oder findet da auch nochmal eine Art Etappierung statt? Ich glaube, grundsätzlich ist die Idee, dass sie gleichzeitig realisiert werden. Sie sind ja auch praktisch von den Studienaufträgen WebApp gleichzeitig abgeschlossen. Das heißt, beide Spital sowohl Universität gehen jetzt in die Phase 31, also in die erste Planungsphase hinein. Und dann wird es natürlich eine natürliche Unabhängigkeit geben. Der eine wird ein bisschen länger, der andere wird ein bisschen schneller sein. Das liegt in der Natur der Sache. Aber gleichzeitig läuft es parallel. Hineinspielen logischerweise können auch die Rechtsverfahren, dass es unterschiedliche Achsen gibt, aber die Idee ist eigentlich grundsätzlich das Gleiche. Es gibt auch eine Abhängigkeit, nämlich dass die ganzen Hörsäle, die früher im Spital waren, eben jetzt auch auf der Westerwies geplant sind und damit wäre es schon sinnvoll, man hätte plus minus eine ähnliche Eröffnung. Aber grundsätzlich sind es unabhängige Projekte. Ariane Gigon, La Liberté, können Sie etwas sagen über die Investitionssummen? Ja, wir kriegen das Geld des Kantons, also ich schaue. Grobe Schätzungen, das Forum UZH wahrscheinlich um die 500 bis 600 Millionen Franken. Grob geschätzt. Das USZ ist etwa in der gleichen Größenordnung, vielleicht ein bisschen mehr, so 50 Millionen mehr. Also wir rechnen mit 600 Millionen.
Manuel Pestalozzi, Bauplatt und Swiss Architects. Ist das Geld jetzt da? Also können Sie loslegen? Ist das gesichert? Ja, wir organisieren das, ja. Wir kriegen das Geld. Also wir haben jetzt am Kapitalmarkt Geld aufgenommen und da erwarte ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Nein, wir haben natürlich einen Finanzierungsplan über die nächsten 20 Jahre, der uns zeigt, was wir für Erträge erwirtschaften müssen, damit wir das Ganze refinanzieren können. Das ist gegeben, sonst würden wir ja gar nicht anfangen. Das ist klar. Also wir haben drei Dinge, die wir parallel machen. Die Finanzierung, der Bau und dann muss die ganze Organisation auf diese neue Situation, das heißt, die Menschen müssen ja ihre Handlungsweisen, also Gewohnheiten ändern, wir sind jetzt schon daran, solche Prozesse mit unseren Mitarbeitern bereits zu diskutieren und anzugehen, damit es nachher auch funktioniert. Das geht parallel. Ja. Nein, wir können das. Ja. Also einfach Investitionen ist ja nicht etwas, das dann peng einmal dann raus, das ist so vom Verständnis, sondern das ist eine Investition für die Zukunft. Das heißt, wir müssen das über den Lifecycle des Gebäudes abschreiben können. Und wenn ich schaue, was wir zum Beispiel jährlich an Personalkosten haben, das sind etwa 800 Millionen im Spital, dann muss man einfach wissen, die Investitionen sind nicht unsere größte Sorge, sondern der laufende Betrieb. Das ist, was uns wirklich täglich fordert, dass das auch an allem vorbeigeht, dass der Bau möglich ist, deren laufenden Betrieb. Und das Spital muss während dieser ganzen Zeit attraktiv sein, sonst verlieren wir Patientinnen und Patienten. Also das ist unsere größte Herausforderung. Mit diesem Team, das ich jetzt gewonnen habe, werden die ja fröhlich bauen, oder? Das ist überhaupt kein Problem. Das ist der lustvolle Teil. Das andere ist viel schwieriger, oder? Aber einfach, man muss ein bisschen relativieren. Das Unispital hat einen Umsatz von 1,4 Milliarden. Wir wollen hier jetzt 600 Millionen investieren. Ich glaube, das können wir. Also anders als das USZ ist für die Universität ja der Kanton zuständig, nicht nur für den Bau, sondern auch für die Finanzierung. Das heißt, also ich möchte jetzt nicht dem Kantonsrat vorgreifen und Ihnen versprechen, dass das Geld gesprochen wird. Wir sind aber dran in Diskussionen mit dem Finanzdirektor und mit den Kantonsräten, wie das finanziert werden kann. Die große Herausforderung für uns ist, dass wir gleichzeitig größere Renovationsbedürfnisse auf dem Erl haben und auch dort noch Neubauten generieren müssen. Wir haben also nicht nur ein Großbauprojekt im Zentrum, sondern gleichzeitig noch zusätzliche dreistellige Millionen auf Anforderungen an die Bau- und Renovationstätigkeiten auf dem Erl. Eine Frage noch da hinten. Ja, Zusammenhang. Würde Sie mich Volksabstimmung? Ist gut möglich. Nochmals, das sind dann politische Diskussionen. Wir sind die Nutznießer. Ich erinnere, für den Erl hat man auch noch dazu mal ein Sondergesetz gemacht mit einem Rahmenkredit und das ist dann in einer Volksabstimmung dann positiv abgesegnet worden. Man könnte sich überlegen, so etwas machen, aber ich möchte nicht der Diskussion vorgreifen. Beim Unispital wird es das nicht geben, weil wir anders organisiert sind. Gut, nachdem die Fragen zu den Kosten und zum Zeitplan geklärt sind, schlage ich vor, dass wir die Fragerunde beenden, sei denn es gibt noch Fragen. Ich entschuldige mich für die Tonprobleme. Wir sind hier nicht in einem Medienzentrum, das merkt man. Wir haben hier ein bisschen improvisiert, das tut uns leid. Der Vorteil von diesem Raum ist aber, dass wir den Stadtmodellraum gleich im unteren Stock haben. Da ist die Ausstellung, die ab jetzt einen Monat offen ist für die Bevölkerung. Ich lege die auch Ihnen, den Medienschaffenden, ans Herz. Berichten Sie darüber. Wichtig ist auch, wir haben sehr gutes Bildmaterial dieses Mal. Das finden Sie wie immer auf www.news.zh.ch. Und letzter Hinweis noch, die Architekten von beiden Teams, die stehen im Anschluss noch für Hintergrundgespräche bereit, im hinteren Bereich, also im Rücken von Ihnen, da finden Sie die Möglichkeit links im Raum für Hintergrundgespräche mit den Architekturteams. Dann schließe ich die Fragerunde und bedanke mich für Ihr Interesse.